Heute ist der 25. Oktober 2016. Hier ein Beitrag vom selbigen Tag zu diesem Trend hier, muss man nichts weiter sagen. Das ist natürlich abartig dumm. Und ich finde, moralisch ist das, was man jetzt auch gleich hier liest, völlig vertretbar. Also die Leute, die sich hier als Clowns verkleiden, müssen sich moralisch nicht wundern, wenn sie einen auf den Deckel bekommen. Aber ich möchte das auch rechtlich bewerten. Hier war halt so ein sogenannter Horror-Clown. Ist natürlich total Schwachsinn, von den typischen dummen Mädchen das so zu bezeichnen. Anstatt man immer reißerisch und clickbait-mäßig von Horror-Clown spricht oder schreibt, reicht es einfach, dass ein vermummter Irrer zum Beispiel oder einfach ein vermummter. Ja, und ob der nun jetzt Clown verkleidet ist, Michael Myers, Freddy, Justin Bieber, ich meine, das ist so oder so erschreckend. Ja. Oder ganz schlimm zum Beispiel als Merkel oder Bibi. Also da erschreckt man sich so oder so. Das macht keinen Unterschied. Ja, das sind halt klickgeile Titel. Hier gab es dann also einen 16-Jährigen, der hat sich als Clown verkleidet und hat eine Gruppe von Jugendlichen erschreckt. Und zwar mit einer Clownsmaske und mit einem Hammer. Jetzt ist das natürlich rechtlich so zu hinterfragen, wie er sie erschreckt hat. Das heißt, er kam wahrscheinlich hinter einer Mauerwand hinter oder aus einem Gebüsch oder ähnlichen hervorgesprungen. Dann ist die Frage, als er aus seinem Versteck kam und hervorgesprungen kam oder gelaufen kam, wie weit er dann entfernt war von diesen Jugendlichen und vor allem, wie er weiter reagiert hat. Also stand er einfach nur da und hat dann Bewegungen gemacht? Oder ging er auch mit Schritten auf diese Jugendlichen zu? Ich meine, wenn man aus dem Gebüsch zum Beispiel gesprungen kommt, dann gerade mal einen halben Meter von diesen Jugendlichen entfernt steht, dann ist es rechtlich durchaus gerechtfertigt, ja, dass dann halt diese Jugendlichen, hier zum Beispiel der 14-Jährige, sich auch wehren, auch gewaltmäßig wehren. Weil dann muss man von einem Angriff ausgehen. Es kommt also immer so auf die einzelne Situation drauf an, auf den Einzelfall und vor allem die Entfernung. Und wenn der zum Beispiel aus dem Gebüsch vorgesprungen kommt, ist noch 3 Meter entfernt, läuft aber mit diesem Hammer bewaffnet auf diese Menge zu, ja, dann muss man ja vom Schlimmsten ausgehen, dass man diesen Hammer auch, dass dieser 16-Jährige, dieser Clown, den Hammer auch gebraucht. Und ob der jetzt aus Gummi besteht oder echter Hammer ist, das kann man ja vielleicht erstmal nicht sehen. Das ist halt immer so die Frage. Und die Frage stellt sich hier bei mir auch. Ja, ob der 16-Jährige jetzt nicht nur rausgesprungen ist, dann stand, da stand einfach. Also auf der Stelle stand, sich zwar bewegt hat vielleicht mit Beinen und Armen und vor allem da den Hammer geschwungen hat, so bedrohend, aber vielleicht noch weiter weg stand und nicht so den Eindruck machte, auf diese Menge zuzugehen. Das ist nämlich ganz entscheidend. Wenn er jedoch auf die Menge zugeht, offensichtlich, und dann mit einem Hammer bewaffnet ist, ja, dann kann man von einer Notwehrsituation sprechen, von einem gegenwärtigen Angriff und den kann man ja mit Gewalt unterbinden. Das ist halt die Frage und deswegen ist es auch sehr schwierig zu bewerten. Ja, und vor allen Dingen halt, wie weit er dann wegstand, ja, als er halt aus seinem Versteck rausgesprungen ist. Das ist halt alles, das ist strafrechtlich zu bewerten, das ist ja aber nicht so ersichtlich und deswegen ist das schwierig. Ich muss mich nur fragen, ja, warum ein 14-Jähriger ein Messer mit sich trägt. Dann sagt er wahrscheinlich, für einen Verteidigungsfall, ganz ehrlich, Leute, ich würde nicht mal für einen Verteidigungsfall ein Messer mit mir tragen. Ich finde, Messer ist es die abartigste Waffe, die es gibt. Dann gibt es natürlich noch Steigerung in Form von Machete und so. Und das finde ich halt schlimmer als Pistole und so, weil Messer, das ist, da kann man einfach halt schlimmere Verletzungen herbeiführen. Also Messer sind halt richtig feige Waffen. Ja, jedenfalls frage ich mich, warum denn der 14-Jährige den 16-Jährigen unbedingt am Hals verletzen musste oder ob das Zufall war. Warum hat er den denn das Messer gerade im Hals gerammt? Ging das nicht irgendwie anders, ins Bein oder so? Und vor allen Dingen, also das ist schon sehr fragwürdig. Warum
musste der 14-Jährige den 16-Jährigen im Hals ein Messer rammen. Warum hat er das Messer überhaupt verwendet? Ging das nicht anders? Und wir gehen jetzt mal davon aus, ich will ja den Clown hier nicht schmälern. Ja? Ich meine, letztendlich ist er ja selber schuld, ja? Moralisch gesehen, weil, also wenn man sowas macht, dann ist man einfach nur dumm, fallen auf diesen Zug aufzuspringen, ja? Und alles Dämliche nachzumachen. Also, wenn der Clown verreckt, hätte ich da null Mitleid. Aber rechtlich ist es so, wir gehen mal davon aus, als der Clown an sein Versteck gesprungen ist, war er noch ein paar Meter weg von den Jugendlichen und ist auch nicht auf diese Jugendlichen zugegangen. Und wenn dann wiederum der 14-Jährige auf den Clown losgegangen ist, der nichts weiter gemacht hat, außer die Leute zu erschrecken, was nicht strafbar ist, was eventuell nur eine Ordnungswidrigkeit sein kann, ja, dann muss ich mich fragen, ob der 14-Jährige sich nicht im versuchten Totschlag strafbar gemacht hat. Die Frage stellt sich mir ja, wenn der 16-Jährige natürlich wirklich sehr nah aus seinem Versteck an die Jugendlichen herangetreten ist und dann vielleicht eine wirklich bedrohende Geste gemacht hat, den Hammer hochhalten, weiß nicht, ob das allein reicht. Wie gesagt, wenn er nur 1 Meter vor dem Jugendlichen stand und dann einen Hammer hochgehoben hat, ohne dass er zwar auf die Jugendlichen losgegangen ist oder da Anstalten machte, aber allein halt nur so gering wegstand von denen und die Waffe hochgehoben hat, kann das ja schon als Angriff gewertet werden, der bevorsteht. Deswegen kommt es immer drauf an. Aber ja, ich kenne den Fall halt nicht, ne? Ich war ja nicht dabei. Aber ich glaube, mir herausnehmen zu wollen, zu sagen, dass der 14-Jährige übertrieben gehandelt hat. Vor allem, warum muss man im Hals stechen? Also das ist, weil der 14-Jährige wird ja nicht 2 Meter groß gewesen sein, gibt es zwar, aber wie kommt man darauf, dann so einen Täter im Hals zu stechen? Also wieso nicht im Bauch oder was auch lebensgefährlich sein kann, aber warum ausgerechnet im Hals? Ich sehe das durchaus so hier, dass versuchter Totschlag hier seitens des 14-Jährigen vorliegt, kann natürlich auch Notwehrhilfe sein, Notwehr allgemein und so weiter, also Paragraph 32 bis 34 Strafgesetzbuch, weil man ja den Einzelfall nicht kennt. Der 16-Jährige kann auch die Hauptschuld tragen und der 14-Jährige sich wirklich nur verteidigt haben und aus Versehen in den Hals gestochen haben. Auf jeden Fall ist es abartiger Schwachsinn.